Herzlich willkommen bei zu Kolat. Auf den Berg. Auf den Weg. Was? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Zum Berg. Auf den Weg nach Orania City. Yeah. Auf dem Weg. Das sind aber andere Tiki-Figuren. Das sind die guten. Das sind die Schickimicki-Tiki-Figuren. So Schickimicki-Tiki. Schickimicki-Tiki. Alter, wie viele Leute haben die denn dafür angestellt, dass sie es da aufstellen? Angestellt vor allem. Ja. Da kommt bestimmt gleich was ganz Böses, Marco. You coming to me? Siehst du? Deswegen haben die doch die ganzen Tiki-Figuren aufgestellt. Ich will immer noch wissen, wer die aufgestellt hat. Es ist wirklich so. Es muss ja irgendein Volk gewesen sein. So ein eingeborenes Volk oder so. Ein eingebildetes Volk? Ein eingebildetes Volk. Die bilden sich tatsächlich ein, dass es hilft. Ja. Ein geborenes Volk. Ich kann mal ein bisschen rennen. Ich kann rennen. Hast du falsche Taste benutzt? Nein. Er hat nur ein bisschen gebraucht. Der Anlaufschwierigkeiten hat er auch noch. Ja. Na super. Er hat sie noch nicht warm gemacht. Ist auch ein bisschen schwierig. Okay. Da ist wohl kein Zurück mehr. Ab hier gibt es kein Zurück. Also gut. Ja, wir müssen nach oben wahrscheinlich. Ich glaube, nach unten geht hier nicht weiter. Optionen. Kannst du mal gucken. Entweder ich gehe diesen langen, steinernen, steilen Weg in meinen Tod und mein Verderben. Klingt gut. Oder ich gehe einen schnellen Weg in Tod und Verderben. Juhu! Ja! Ich wollte es einfach mal machen. Hallo. Wenn du zu lange läufst, wird deine Figur schnell müde und braucht länger, um dich zu erholen. Was? Steht um dich. Aha. Wurde falsch übersetzt aus dem Russisch. Oh, ja, brauchst bisschen länger. Brauch länger, um... Nein! Er wollte sterben. Ich wollte mal gucken, wie das ist. Ist doch gar nicht weit weg. Ich muss den ganzen scheiß Weg nochmal laufen. Ja? Och, Manu. jetzt ja. Jetzt ja. Oh. Das ist mit einer Figur, die nicht mal rennen kann. Marco, wenn wir rennen könnten, dann kannst du es machen. Stopp. Nicht weiter rennen. Gut. Ja, weiter. Hm. Muss man so eine Pause zwischen, bevor er ganz ausgepowert ist. Jetzt. Ich gehe einfach weiter. Ja. Ja. Also ich meine, so eine Pause vom Sprinten. Das mache ich auch eigentlich fast die ganze Zeit. Ja, immer noch. Ja. Wir waren eben schon bei dir. Mann, da musste Marco ja vom Berg fallen. Ist gestolpert, ausgerutscht. Oh. Oh. Oh, oh. Aus Versehen. Hoch. Die Klippe habe ich nicht gesehen. Die war da erst noch nicht. Was war da denn los? Er ist wahrscheinlich vom Berg gefallen, weil er getaumelt ist oder so. Das wär's jetzt. Tot. Wieder tot. Beine gebrochen. Was für Beine? Hallo. Auf! Schnell! Nein, lauf ernsthaft! Das kommt da gleich runter. Das kommt da vorne runter. Lauf! Du wolltest, dass ich da reinlaufe und nochmal sterbe, ich weiß. Ja. Ich vermute aber echt, das ist seine Frau oder so, aber... Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Das Foto, was da beim Schrein lag. Ja, dass er das aufgebaut hat, weil er es einfach nicht verstehen kann, nicht wahrhaben will. Man weiß nur nicht, was mit der Frau passiert ist. Die wurde ihm genommen. Oh. Eine Höhle. Ja? F? F? Nein, kein F. Doch. Ey, Flickelein. Weil es gleich Flickerie macht.
gehen wir erstmal links. Okay. Ja. Ja, gut. Okay, das hat sich wohl erledigt. So viel dazu. Noch mit Tiki-Figuren. Ich frage mich, ob er bei den Tiki-Figuren einfach auch nicht erscheinen kann. Ich weiß es nicht. Das frage ich mich schon das ganze verdammte Spiel. Aber er ist dort noch nie erschienen. Nee, eben. Das ist Tatsache. 10,57. 10. 10 weiter oben. 57. Hier, da. Ja, wenn wir jetzt noch wissen, wo wir wären. Ah, wir sind gerade aus einer Höhle gekommen. Ach, guck an. Der linke Weg ist abgesperrt, also gehen wir gerade den rechten Weg lang wahrscheinlich. Okay. Ja. Also wenn gleich eine Abzweigung kommt, gehen wir erstmal links. Mann, Mr. Taliban. Nee, erstmal links, genau. Da ist der Brief. Ja, ich höre es schon. Ah. Hörst du die kleinen Zettel flattern? Flatter, flatter. So. Jo. Der Pulitzer, was? Pulitzer. Der Pulitzer. Geh mal rein. Kolat Siakal. Werden wir je herausfinden, was wirklich geschah? Ein weiteres Mal jährt sich der mysteriöse Vorfall an der Ostflanke des Kolat Siakal. Im nördlichen Ural. Ural. Und wir sind der Wahrheit über die Tragödie um keinen Millimeter näher gekommen. Über die Jahre wurden viele verschiedene Hypothesen aufgestellt, die Wahrheit mehr und mehr unter sich begraben. Ein plötzlicher Lawinenabgang, ein Angriff von Einheimischen, militärische Tests oder sogar, wie manche meinen, eine Begegnung mit außerirdischen Lebewesen. Was genau passierte in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959? Egal, was es war, wir müssen die Erinnerung an einen neuen jungen Menschen... An die neuen jungen Menschen, die ihr Leben so früh verloren, wachhalten. Ende. Was ist das? Eine kleine Kamera? Ja, können wir aber nicht aufnehmen. Nee. Ein Audiolog. Falsches Spiel. Sollen wir nicht über falsches Spiel fahren? Ich weiß, dass das falsche Spiele sind. Alles, was wir spielen, ist falsch. Ja. Falsch. Und das hier ist besonders falsch. So. Jetzt gehen wir hoch. Und ich habe die Zeit mal wieder nicht angemacht. Das ist heute richtig doof. Wie immer. Das Spiel fesselt zu sehr. Das ist einfach... Schlackerlacker. Stimmt. Auch ein Set. Where are you? Achso. Mann. Hier schreck mich da halt immer. Ja, ich glaube, da müssen wir runter. Aber... Das hört sich so an, als wäre der da oben. Ja, da kommt man nicht hin. Wie willst du denn da hin? Manu, ne? Was ist mit der Musik los? Oh. Zoom mal ran. Lass mal herkommen. Okay. Aber es ist, wie wir gedacht haben. Das hier vorne, das ist Anton. Mhm. Und hinten ist Wladimir. Die beiden finden irgendwann zueinander. Oh, ist das dein Ernst? Wo ist der Kompass? Hat er sich im Kopf gehalten. Ja. Na, was? Achso. Ja, was? Nee, doch. Hä, guck dir mal den Baum an. Den Baum? Den Baum? Der da? Nein, der kaputt gegangen ist.
Kaputt, kaputt, der kaputte Baum, der kaputt, ist kaputt gegangen ist. Nein, der ist kaputt, nein. Das war doch geplant. Guck dir mal diese Holzstücke an. Alter. Das ist doch feinsäuberlich hier. Feinsäuberlich durchgeschnitten, oh ja. Hier ist gar nichts. Okay. Doch, eine Eiswand. Wir könnten eigentlich... Da schon wieder ein fetter Turm. Ah, nee, wir müssen rechts. Ja, ja, da ist auch der Zettel. Zettel. Okay. Der Schlackerlackerzettel. Ja. Schlackerlackerlack. It's dark. We escaped to the forest. Someone... Something tried to get in the tent. We heard strange sounds and an orange light. We are not going to escape from this. We are going to die. I don't know what's going on. I wanted to try, but I can't. Was wollte sie? I wanted to try, but I can't. Verstehen? I don't understand. Sie wollte entkommen. Achso. Kann man da durch? Ja, komm mal. Da ist oranges Licht. Ja, warte mal eben. Ich will noch ja. Jetzt mal gucken, wo er herkam. Hier irgendwo. Ja. Das ist unüberwindbar. Da kommt er nicht lang, Marco. Nein, da kommt er nicht lang. Nein. Nein. Diese Äste sind zu stabil. Verdammt. Es ist einfach alles zu stabil. Es geht einfach nicht. Da kommt er nicht hin. Nein, es ist unüberwindbar. Komm ich auch nicht drauf. Es ist mindestens auf Brusthöhe. Brust. Fackeln. Ah. Laserblech. Lang fackeln. 11.55. Musst du, glaube ich, gar nicht gucken. Das ist wahrscheinlich der, den wir eben gefunden haben. Das kann gut sein. Hast du den gerade gefunden? Geh mal auf den. Nein, nein, weiter runter. Da. Nee, da links. Ja, ja, haben wir. Diese. Ach, sehr gut. Links. Erstmal links. Erstmal links. Ja, 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 ja. Links. Ich denke mal, wir links müssen auf die Spitze. Oh, was? Was ist das? Sah aus wie Teufelsengelstatuen. Der Schatten. Ach so, das sind Bäume. Oder? Ja. Ach so, super. Ja. Wow, hey. Also gut, dass wir links gegangen sind. Rechts wäre echt böse gewesen. Da wäre der Lichtweg gewesen. Hm. Oh, wir sind gleich oben. Jep, 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 Cola. Wird leise. Was? Was ist das denn? Zum mal ran. Sieht aus wie ein Grab. Wie so ein Grabhügel oder sowas. Ja. Sind das jetzt die Außerirdischen? Spring mal rein. Deswegen auch überall die Fackeln. Aber wir können eh nicht mehr dann zurück. Ah. Denn wie jeder weiß, platzieren Außerirdische überall Fackeln. Naja, das sind wahrscheinlich die Einschleimischen, die sich bei den Außerirdischen einschleimen wollen. Ih, was? Alter. Sieht da heftig aus. Ach so, aber es ist. Ich dachte, das ist alles Knochen auf dem Boden. Mhm. Oh. Whoever you are, if you are reading these words, I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells. 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know. They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices, and showed me things worse than any nightmare you can possibly dream.
Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world, and there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena. I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners. Convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am Subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to. My only cellmate, Anton, whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however, I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Okay, das ist doch schon mal einleuchtend. Kannst du was machen? Ja. Lauf da lang. Ja, da lang. Ja, da lang. Ja. Da lang. Weiter? Oder erstmal schauen. Guck mal nach oben. Ja. Okay, ich gehe rein. There's only this pissing orange light. Das ist Anton. Oder. Lauf weiter. Lauf. Nicht lang warten. Nein. Mensch, ich habe doch gesagt, du sollst anhalten. Lauf nicht ununterbrochen. Könne deiner Frisur frischen. Oh. Scheiße. Ich glaube aber gerade echt, das ist Anton. Ja. Das kann echt Anton sein. Und der andere? Wladimir? Nee. Der Anti-Anton. Vitali. Wladimir war richtig. Ja, da lang auf jeden Fall. Ja. Du musst doch über die Tiki-Figur, rechts, oder? Ne? Oder? Nee, da kann man nicht drüber. Kannst du über die Tiki-Figur? Ich probier's. Komm schon. Oh, ja. Ja, Gott sei Dank. Richtig. Ja. Ach du Scheiße. Lauf bitte! Ich kann nicht. Ich weiß. Wo ist mein. Stopp! Komm schon. Nicht zu weit laufen. Schon. Also nicht zu weit sprinten, meine ich. Genau. Nicht, dass er ganz ausgepowert ist. Haben wir es hinter uns? Links ist ein Lagerfeuer. Oh, das klingt immer noch. Ah, da kommt immer noch. Ja. Was? Schnellreise. Können wir? Geh zur Mitte. Geh einfach zur Mitte. Oh, was? Das habe ich mir nämlich gedacht. Hä? Was ist denn hier los, ey? Strange. Aber das hat doch nichts mehr mit irgendeinem Militärexperiment zu tun, oder? Das sind dann doch wieder die. Hä? Was?
And so, we have reached the end. Have you understood your role in my plan? No. There are no random victims. And nobody is completely innocent. You may not agree. But when the gates to Section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I had done was necessary. Okay. Ja, ja, geh den Leuten nach, geh den Leuten nach. Hm? Das sind ganz viele kleine Schlangen. Da oben ist ein Zelt. Kannst du zoomen? Ja, ist ein Zelt. Da wohnt der Weihnachtsmann. Fuck, der hat das alles geplant. Oh ja. Läuft du auf Wasser? Geh doch einfach schräg. Geh doch einfach schräg. Er kann es sehen! Oh, komm schon, Kleiner, nicht jetzt schlapp machen. Was? Okay. Da ist es. Sollte das jetzt seine Frau sein? Im Zelt, oder? Ich glaube schon, das soll seine Frau sein. Ich vermute mal, dass wahrscheinlich Wladimir? Ja. Alle Leute, die in das... Vitaly G? Dass der alle Leute dafür büßen lässt. So nach dem Motto, keiner ist unschuldig. Jeder, der da war, ist schuld am Tod seiner Frau und lässt sie immer und immer wieder das alles durchmachen. Mhm. Also nach dem Motto, in dem Gebiet alles finden. So ein bisschen dieses Silent Hill-Prinzip, glaube ich. Sie kommen in ein Gebiet rein, in diesem Gebiet passiert etwas, aber sie können eigentlich gar nicht mehr raus, weil die ja für immer gefangen sind. Mhm. Ja, so kam mir das auch zum Ende hin vor. Eben. Und er auch meinte, ich habe das alles für dich geplant und so weiter. Ja, deswegen auch dieser Nebel, wie bei Silent Hill. Mhm, genau. Der Nebel, der irgendwie alles in eine Richtung lenkt. Ja. Ja. Und Vitaly G hat ja auch immer irgendwie geleitet, damit alles zu einem bestimmten Punkt hinläuft. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass alle seine Frau vergewaltigen. Ja. Vielleicht war das auch einfach eine andere Sicht. Ja, oder so. Dass man die Sicht aus den Augen Person des Vergewaltigers einfach, oder des Mörders einfach. Ja, des Mörders, ja. Hat. Das klingt ein bisschen wie Skyfall. Skyfall! Das ist gut. Ja, das war Kolat. Mann, Mann, Mann. Ganz schön kalt. Aber interessant, auf jeden Fall. Also sehr, sehr... Sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Naja, noch am Ende nochmal alles aufzudröseln. Ja. Es ist auch, es hat auch eine echt krasse Story eigentlich. Ja. Und, es geht teilweise so ein bisschen verloren dann eigentlich so in dieser Geschichte, aber ich glaube, wenn man es wirklich hintereinander wegspielt, dann ist es noch intensiver.
Oder wenn man sich, vielleicht wirklich nochmal diese Ausschnitte einfach nochmal hintereinander chronologisch durchliest, dann macht es wahrscheinlich auch noch viel mehr Sinn. Na. Aber wie. Wobei mir ist es so vorgekommen, als hätte man die Zettel chronologisch gefunden. Mhm. Weil die haben irgendwo immer nacheinander. Ja, das kann auch sein, dass es so. Dass es so egal ist, welchen Zettel man findet, dass der dann immer die nächsten sozusagen weitergibt, einfach nur. Ja. Aber wenn wir jetzt früher schon zum Berg gegangen, hätten wir denn überhaupt alles erfahren? Das frage ich mich, weil da gab es ja keinen Weg zurück, oder? Hätte man vielleicht früher auch noch gar nicht auf den Berg drauf gekonnt? Vielleicht war da ja auch irgendwie eine Sperre, man weiß es nicht. Kann sein. Oder man ist dann wirklich da so und weg. Du bist der Vergewaltiger. Und dann kann man fortfahren, es immer wieder ausprobieren. Komm, machen wir ein neues Spiel. Oder ihr macht das. Oder sie machen das. Ja, das würde ich auch sagen. Das war cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wirklich spannend. Und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Genau. Oh, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Horror-Coup. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste.